Wir kennen jene dramatischen Szenen aus Film und Fernsehen, wenn plötzlich der Christbaum lichterloh brennt und binnen Sekunden das ganze Wohnzimmer in Flammen steht. Doch sind wir uns der Gefahr tatsächlich bewusst, wenn zwischen einem Feuerfunken und einer Katastrophe nur Sekunden liegen? Das sanft flackernde Licht des Kerzenscheins vermittelt uns das Gefühl von Wärme und Geborgenheit in der kalten Jahreszeit. Doch der Schein trügt und plötzlich verwandelt sich die wärmende Flamme in ein gefährliches Feuer, das zu einer tödlichen Falle werden kann. Fünf Vorsichtsmaßnahmen könnten Szenen wie diese verhindern. Kaufen Sie den Christbaum oder Adventkranz so spät wie möglich und lagern Sie ihn kühl. Sorgen Sie für eine sichere Aufstellung und Positionierung. Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Materialien in der Nähe sind. Lassen Sie Baum und Kranz nie aus den Augen, sobald Sie die Kerzen entzündet haben. Imprägnierte Äste sind schwerer brennbar. Rauchwarnmelder schlagen schon bei geringer, aber nicht minder gefährlicher Rauchentwicklung Alarm. Denn haben die Äste und Zweige einmal Feuer gefangen, gibt es kein Zurück mehr. Wenn der erste Ast brennt, geht es dann oft sehr schnell, explosionsartig, dass der ganze Christbaum brennt. Das dauert einige Sekunden, maximal 10, 15 Sekunden. Wenn Sie dann noch leicht brennbare Materialien in unmittelbarer Nähe haben, wie zum Beispiel Vorhänge, leicht brennbare Dekorationen, Teppiche, kann man sagen, dass innerhalb von 1 bis 2 Minuten auch diese Dekorationsstoffe brennen. Und in 3 bis 4 Minuten haben wir dann einen ausgewachsenen Zimmerbrand. Wenn der schlimmste Fall eintritt, heißt es Notruf wählen. Menschen und Tiere aus der Gefahrenzone bringen und für die Mutigen den Entstehungsbrand bekämpfen. Denn jetzt zählt jede Sekunde. Ja, man sieht, dass der Adventkranz bereits brennt, weil er so trocken ist. Und das Beste ist, sofort, bevor das weiterbrennt, und anfängt, mit einer Decke, die aus Baumwolle ist am besten und nicht aus Kunststoff, gleich einfach nur die Decke drüberlegen und die Decke auch oben lässt. Wichtig ist, dass gerade in der Entstehungsphase, dass man das gleich löscht, am besten mit einer Wasserflasche, indem man das Brandobjekt einfach ansprüht. Ja, wenn es zum Vollbrand kommt, hilft eigentlich nur mehr der Feuerlöscher. Und falls der Löschversuch keinen Erfolg bringt, raus aus der Wohnung, Wohnungstüre schließen und auf die Feuerwehr warten. Für die Berufsfeuerwehr Graz gibt es weitaus besinnlichere Zeiten als Weihnachten. Zwischen 24. Dezember und 6. Jänner ist natürlich eine sehr intensive Zeit bei uns, mit sehr viel Bränden, mit sehr viel Ausfahrten. Speziell hinten, so wie am 6. Jänner, weil die Christbäume immer mehr trocken werden. Inzwischen ist es ein bisschen ruhiger um Silvester, weil wir einfach in Graz jetzt mittlerweile ein Pyrotechnikverbot haben. Es darf kein privater Feuerwerk schießen. Darum lässt es inzwischen ein bisschen nach bei uns. Ein Ort, an dem die Pyrotechniker all ihre Raffinessen sehr wohl zur Schau stellen dürfen, ist der Grazer Schlossberg. Jährlich läutet das glitzernde Himmelsspiel für tausende Schaulustige das neue Jahr ein. 2 Monate Vorbereitungszeit stecken im diesjährigen fulminanten Feuerwerk. Von der Choreografie her wird es wieder so sein, dass es einzelne Bilder sind, die wir schießen. Das heißt, nicht ein ganzes ansteigendes Feuerwerk bis zu einem großen Finale, sondern jedes einzelne Bild hat ein Finale in sich. Wie viele Bierflaschen müssen Sie denn dafür aufstellen, aus denen dann die Raketen abgeschossen werden? Gott sei Dank müssen wir keine Bierflaschen mehr aufstellen. Es wäre auch viel zu gefährlich. Wir schießen unsere Feuerwerke aus solchen Rohren. Hier werden also dazu 100, 200, je nachdem wie viele Bomben wir schießen, Rohre aufgestellt und mit diesen Bomben verladen. Und das ergibt dann in Summe ein Feuerwerk. 12 Minuten dauert das Spektakel, das den tiefschwarzen Himmel über Graz in ein bunt glitzerndes Farbenmeer tauchen wird. Auch 2013 lässt es Graz wieder ordentlich krachen.